Also ihr Schweine, was ist heute das Programm? Wir wollen heute Vita T. Oder Viva T? Ich sag mal Viva T. Erinnert mich an den Fernsehsender Viva von Ellie Geller. Gestern haben wir Toffee Kokos gejagt, heute müssen wir die jagen. Eigentlich war gar nicht geplant jetzt, aber ich dachte, oh, komm, was wir spontan machen wir. Das Getränk ist so gehypt, es ist überall ausverkauft. Ich war heute in 3 Supermärkten, hab's nicht gefunden. Und dachte mir, weißt du was, fick dich? Ich rufe jetzt ein paar Supermärkte an, hab angerufen und einen Supermarkt gefunden. Allerdings ist der einfach mal schön außerhalb Hamburg. Deswegen habe ich mir ein Auto jetzt ausgeliehen. Und wir fahren jetzt fett dahin. Navi ist nebenbei an. Ich hoffe, das nervt nicht zu sehr. Dem Straßenverlauf von Simon von Utrecht Straße 800 Meter folgen. 800 Meter folgen, ihr Fetzer. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu krass. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Tanzmann-Tüte. Schön, dass du da bist. Ich hab schon gesehen, was vorher da. Mir geht's eigentlich recht gut. Ich hatte einen sehr schönen Tag. Ich muss sagen, ich hätte gerne das Getränk. Ich habe ja so eine kleine Süßigkeiten-Suchen-Essen-Leidenschaft. Es geht gar nicht darum, dass ich Sammler bin. Weißt du, es gibt ja auch Leute, die sammeln, zum Beispiel Briefmarken oder sowas. Aber ich sammle Süßigkeiten. Aber nicht in dem Sinne, dass ich mir dann wieder an die Wand stecke und mir dann darauf spritze, sondern ich denke mir, ey, geil. Neue Süßigkeiten, neue Getränke, Influencer-Produkte, was auch immer. Und ich will einfach nur alles gerne probieren. Das macht mir einfach richtig Spaß, die Scheiße komplett zu probieren. Und dieses Viva-Tee ist so gehypt von Ellie Geller. Der ist ja richtig am Abgehen auf YouTube, auf Twitch und so. Und das Produkt von ihm, er hat jetzt ein Vitaminwasser rausgehauen. Das hört sich gar nicht so special an. Oi, wo kommt der scheiß Fahrradfahrer her? Genau, das Produkt ist so gehypt, dass die verdammte Scheiße überall ausverkauft ist. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Die Leute kaufen die Scheiße leer einfach nur. Und ich probiere jetzt halt, das zu kriegen. Ist natürlich übelst weit weg. Aber die haben bis 20 Uhr geöffnet und wir sollten das alles noch schaffen. Also wir brauchen jetzt ungefähr eine halbe Stunde hin. Ich hoffe, es geht schneller. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Holstenstraße. Okay, ich weiß wo. Ja, Junge, die Fahrradfahrer ficken mich gerade mit der Sonne, ne? Man sieht die halt wirklich schlecht. Guck mal, wie schlecht. Also ich weiß nicht, ob ihr auch geblendet. Okay, ihr seht es besser als in der Kamera. Aber man ist halt so geblendet, dass man die scheiß Fahrradfahrer teilweise nicht sieht. Alter Schwede, Junge, das ist schon gefährlich gerade. Kann ich hier mal ein bisschen spritzen? Die Scheibe ist auch schmutzig, Alter. Haben die da irgendwie drauf gekackt oder was? Wie stark ist dein Autokonsum? Ach, geht eigentlich, ne? Okay, klar, jetzt habe ich gestern gefahren, aber heute habe ich gefahren. Heute fahren wir auch ein VW Golf, heißt das Auto. Das ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Das macht echt Spaß zu fahren. Hätte ich gedacht, so bequem ist, sich gut anfühlt. Also, ein sehr cooles Auto. Auf jeden Fall, ich fahre schon viel Auto, muss ich sagen. Ist aber auch cool, weil ich will Praxis haben. Ne? Ich will ja weiterfahren. Irgendwie, wir kommen vor, wenn ich längere Zeit nicht fahre, komme ich auch raus. Das macht ja auch Spaß, weil ich habe gerade richtig Spaß. Ich zahle jetzt für das Auto, falls ihr interessiert, für 80 Kilometer. 40 Euro habe ich jetzt gezahlt. Für 3 Stunden 80 Kilometer. Ist schon hart teuer. Die Kilometer brauche ich auch. Das Ding ist, ich muss 30 Kilometer eigentlich gefühlt fahren. Plus, ich brauche die Zeit halt, damit ich keinen Zeitdruck habe. Also, ist echt nicht billig. Aber heiß drauf, für den Stream gebe ich gerne das Geld auf. Hab morgen Theorieprüfung. Mein Guter, Hinder. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein gesehen, ich will jetzt hier nicht auf cool tun, nur weil ich jetzt alles bestanden habe. Ich muss sagen, ich fand die Theorieprüfung im Nachhinein nicht so schwer. Das einzige Beschissen ist halt einfach das Lernen. Weißt du, du musst ja wirklich hinsetzen, wie so damals in der Schulzeit, und ein Gedicht, wie ein Gedicht lernen. Weißt du, du musst das halt auswendig lernen. Darfst du einen Fußgänger überfahren? Ja oder nein im Chat? Was sagt ihr? Darf man einen Fußgänger überfahren? Könnt ihr gerne reinschreiben. Mal gucken, ob ihr durchfallt in der Prüfung. Haut mir bitte auch, Leute, ich sehe eure ganzen Subs und euer Geld heute nicht. Also bitte behalt euer Geld gerne für euch. Kostenloser Stream. Auf jeden Fall lieben Dank. Ich habe schon gesagt, ich mal Prime-Check geschrieben. Ja, einige schreiben, ja klar. Ne, also, da seid ihr richtig. Genau, das darf man. Nein, also ist das halt Ding, weißt du. Du musst halt diese ganze Pisse nur auswendig lernen. Und dann gehst du an die Prüfung. Ich finde, Fahrprüfung ist eher schwer, weil du musst dir halt vorstellen, du bist irgendwie, keine Ahnung, 50, 100 Stunden, wie auch immer, mit einem Fahrlehrer zusammen. Und dann auf einmal ist jemand hinter dir. Und bei dem kleinsten Fehler schon kannst du einfach durchfallen. Und das macht mich eher nervös, weißt du, dass du da Panik und so. Also, das macht mich echt, hat mich eher nervös gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt kein Wichser sein, ne? Aber ich schwör's euch, ich kannte bis vor 2 bis 3 Monaten Ellie Geller nicht. Also der war irgendwie da. Guck mal, ey Leute, ich habe alles miterlebt. Jeden Beef, jede Streitigkeit auf YouTube. KuchenTV, ABK, I Love Cookies, den Commander Krieger. Ich habe alles erlebt. Ne? YTT hoch, runter, A-Crime, bla bla bla. Aber wo verdammte Scheiße kommt jetzt Ellie Geller her? Auf einmal ist der einfach da. Erfolgreichster Streamer ganz Deutschlands. Let's go. Der ist einfach aus dem Nichts da plötzlich. Erfolgreichster Streamer ganz Deutschlands. Wahnsinn, aber er ist auch sympathisch, ne? Also verdient, Digga. Wenn er ein guter Typ ist, warum nicht, ne? Aber ich kenne ihn seit so ein paar Monaten und der ist einfach krass. Also, wie der abgeht, ist krass, Mann. Das Wichtige dabei ist halt einfach, Leute, es ist ein Vitaminwasser. Es ist halt kein Eistee jetzt oder was weiß ich. Also, es geht echt darum, es ist ein Wassergefühl. Aber also nicht Geschmack, da auch nicht mit Geschmack. Mögt ihr Wasser mit Geschmack? Schreibt mal kurz in den Chat. Ich muss sagen, da bin ich immer so ein bisschen so, nicht so ein Fein von, aber wenn Wasser dann mit Geschmack, was sagt ihr? So dieses Himbeer, Traube, Kirsche. Ich finde das voll kacke im Wasser. Ich finde Wasser clean am geilsten, so still. Bombe. Aber Zitrone, echt eigentlich schreiben rein. Ja, aber wenig gute. Ja, ich habe selten richtig gutes Wassergetränk getrunken. Also mit Geschmack meine ich jetzt. Wie kann ich statt auswendig? Ja, schon. Aber das sagst du ja einfach so. Guck mal, stell dir, du bist ein Lieferant neu eingestellt. Dann kennst du ja nicht von heute auf morgen die Stadt auswendig. Aber diese Motherfucker, die wussten halt einfach, wo jedes Restaurant ist. Wisst ihr, ich habe ja Lieferant mal gearbeitet bei so einem Sushi-Laden.
für einen Tag. Nee, zwei Tage. Und ich, Vollidiot, bin zur Arbeit gegangen ohne Handy. Dann musste ich spontan die Straßen finden. Ich habe pro Bestellung eine Stunde gebraucht. Glaubt ihr, die haben mich eingestellt? Lasst euch mal im Chat entscheiden. Glaubt ihr, die haben mich eingestellt, nachdem ich eine Stunde für die Bestellung mal gebraucht habe, weil ich immer die scheiß Straße finden musste? Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geisteskrank scheiße das war, ne? Ja, ja, da habt ihr mich. Ja, 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 schreibt mir direkt. Ja, wisst ihr, was auch richtig gemein war? In der Zeit kam so die Kartenzahlung, wurde populärer, ne? Auch beim Bestellen. Und dann hatte ich so einen Kunden und der hat gesagt, ja, ich habe eine Karte. Und mein Chef meinte zu mir, Digga, wenn jemand mit Karte zahlt, dann halt das Gerät hin und fertig. Ich habe das gemacht. Ich bringe dann den Bon zum Chef. Der Chef so, hier ist fehlgeschlagen. Dann musste der Chef extra nochmal zum Kunden fahren und das Geld holen. Uff, Digga. Wie so ein Klarmitglied, Digga. Er musste noch das Schutzgeld holen. Ey, das war so kacke. Und ja, ich will nicht anlügen. Lustigerweise meinten die am Ende zu mir, als alle nach der Schicht so, ja, ja, wir rufen an, wenn wir dich brauchen. Also ich warte bis heute auf den Anruf. Das ist über 5 Jahre her. Irgendwann rufen die an. Ich hoffe, Internet stürzt nicht ab, Leute. Dann geht's hier rund. Oh, da geht's ja mal richtig rund, ihr Schweine. Krass, ich muss leider echt auf die Autobahn. A7 auffahren. A7 Richtung Buxtehude ist gesperrt, meine lieben Leute. Kylo! Ist gesperrt, meine Freunde. So, was war dein Topspeed? Ich bin das schnellste gefahren bin, ist 215. War aber auch schon wirklich krass schnell. Also für mich sehr schnell. Ich bin anfänglich. Ich habe seit 3 Wochen Führerschein. Ne? Leute, wenn der Stream jetzt abstürzen sollte, dann fettes Sorry. Dann hau ich den Stream später wieder an. Nach der Autobahn. Aber wenn mein Internet aushält, Autobahn. Sportplatzring starten, dann rechts abbiegen auf Sportplatzring. Nach 400 Metern die Auffahrt A7 nehmen. Okay. Ich hoffe, mein Internet stört sich ab, Leute. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, O2 schafft das. Ah, geil, Digga. Autobahn im Stream. Oh mein Gott, wäre das geil, wenn ich unbegrenzt fahren dürfte. Tschüss. Okay, also. Die Auffahrt A7 nehmen. Okay, also wenn ich jetzt hier weiterfahre, geradeaus fahre, kommen wir auf die Autobahn, Leute. Ich zeig's euch. Also, jetzt kommt ein Tunnel. Digga, Tunnel ist auch gefährlich. Ich hoffe, es stürzt auch nicht ab. Also, Internet bei Auto. Also, ich sag nicht so Auto. Dem Straßenverlauf von A7 noch 2 Kilometer folgen. Das hat ja nicht nur was Auto zu, allgemein Internet in Deutschland ist halt einfach nicht so geil. Deswegen. Ich darf hier 60 fahren. Ich muss auffahren. Bitte, lass mich rein. Dankeschön. Ich fahre 70, okay, Brudi. Das war ja ein bisschen schnell, nicht? Oh, Digga, 63 ist aber auch schon schnell, ne? Huch. Ich hoffe, Internet ist noch da. Könnte schon weg sein. Oder darf ich 80 fahren? Eieiei. Noch da? Ist noch da? Okay, krass. Krass, geil. Freut mich. Digga, Autobahn mit euch Schwein. Tschüss. Boah, freut mich. Geil. Boah, gleich darf ich 100, glaube ich, fahren. Darauf freue ich mich. Ey, das hat wirklich, mal sagen, an Madeira, wollte ich schon sagen, an Deutschland so dermaßen geil, ne? Warte, muss ich jetzt rechts oder geradeaus? Warte, wenn ich rechts muss, muss ich das Auto mal wieder runter. Was sagt das Navi? Ich bin jetzt gespannt. Hat sie gesagt, geradeaus weiter? Wisst ihr das noch, was hat das Navi gesagt? Geradeaus weiter oder was hat sie gesagt? Ja, rechts. Okay, ich muss weiter rechts. Okay, alles gut. Ich darf hier 80 fahren. Uiuiui, Autobahn ist gefährlich, Digga, nicht in den Chat zu gucken. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen, vor allem wenn ich jetzt ein bisschen schneller auffahre. Ah, ich fahre jetzt nur 80, ich fahre jetzt kein 100 oder so. Also ihr seid noch da. Geil, okay. Digga, warum hupt der mich denn an? Achso, ich bin Überholspur. Huch. Digga, ich fahre Überholspur einfach, obwohl ich so langsam fahre. Huch. Uiuiui, sorry. Aber Digga, hier ist 80. Oh, hier ist 100. Junge, Leute, jetzt geht's aber ab hier, ne? Ich hoffe, Internet stürzt sich ab, Alter. Ich würde ich beten, ne? Aber 100 darf ich jetzt schon fahren. Uiuiui, jetzt wird's aber wild. Nach 3 Kilometern bei Ausfahrt 18 Pinneberg Süd Richtung Pinneberg Süd. Sorry, dass ihr die ganze Zeit diese scheiß Navi-Kacke hört, ne? Aber ihr seid mit beteiligt, ne? Boah, nach Husum dauert's 131 Kilometer. Tschüss, Alter, wie lange soll ich denn fahren, bitte? Ich fahr 108, Digga. Wenn ein Blitzer kommt, bin ich gefickt. Ich fahr mal entspannt meine 100, ne? Ich mach 100 hier, aber ganz schnell, ne? Ah, hier ist die Ausfahrt. Okay, komm, let's go. Nach 600 Metern links abbiegen auf Rellinger Straße. Let's go. Jetzt können wir auch langsamer fahren. Jetzt müssen wir nicht mehr 100 fahren. Jetzt können wir auch langsamer reingehen. Was sagt ihr im Chat? Komm, wir können jetzt drüber reden. Sagt ihr ausverkauft, ja oder nein? Damit ihr vielleicht, wenn ihr nicht wisst, Leute, die Scheiße ist überall fast ausverkauft. Deswegen sind die Leute ja so gierig darauf. Einige schreiben, ja, ihr kleinen Wichser. Nein, das darf nicht ausverkauft sein. Oh, wäre ich sauer. Ich fahre nach Wedel, zahl 40 Euro, Digga. Okay, klar, Autofahren macht Spaß und Stream ja auch. Ich mache ja auch Content und so, aber... Ah, Junge, ich würde schreien, Digga, Zu viele von euch schreiben ja, Alter. Also, Wedel, Alter, geil. Ich hoffe, hier ist auch keine Maskenpflicht mehr in Schleswig-Holstein. Hamburg ist ja auch weg, aber ich glaube, auch hier ist die weg. Ich glaube, sogar hier war die sogar früher weg als in Hamburg. Oh, dann holen wir jetzt mal das Getränk, Alter. Ich hoffe, das Internet stürzt sich ab, Leute. Wenn doch,
dann starte ich gleich den Stream nochmal neu und zeige euch, wie ich Getränke habe oder nicht, je nachdem. Ui, der ist aber schön, Alter, what the fuck? So, hier ist Wasser mit Geschmack. Hier ist auch Wasser mit Geschmack. Digga, wo ist denn diese Pisse? Oh nein, Digga, hier ist Bier. Oh nein, nicht ausverkauft, Digga. Ich habe richtig Panik gerade. Ich schwitze gerade schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Guck mal, es muss doch bei Wasser sein, oder nicht? Oh, ihr Schweine. Hier ist es da. Let's go. Also Zitrone. Wassermelone. So sieht's aus. Pfirsich gibt es auch sogar. Ey, hier fehlt aber Himbeer. Nein, ich habe den da. Doch, da ist Himbeer. Boah, sogar alle Sorten, Digga. Guck, ich habe jetzt Himbeer, ne? Apfel, Zitrone. Was brauche ich noch? Pfirsich, ne? Ich kaufe mal von allen drei, damit Ellie ordentlich unterstützt wird. Ellie Geller gönne ich das von Herzen hier. Aber auch, weil ich brauche es für ein Video. Also vielleicht mache ich noch so ein Video mit so einen Tag Leben wie Ellie Geller oder so. Dann brauche ich das Getränk auf jeden Fall. Pfirsich, Zitrone, klassisch. Himbeere und Wassermelone. Ich muss sagen, Wassermelone habe ich die größten Erwartungen, Zitronen die wenigsten. Ich finde designtechnisch das wirklich ein schönes Ding. Ein schönes, also hat sogar Pfand, hey. Aber sieht schön aus, auch von der Farbe her. Ne? Also designtechnisch kriegst du von mir echt ein gut. Keine Ahnung, 7 von 10 ist ein gutes Ding. Ich habe sogar nur 1 Euro bezahlt. Mein Kollege hat 1,40 gezahlt. Ich weiß nicht, ob es hier billiger ist. Es ist kein Eistee, ich habe verstanden. Es riecht aber echt fucking wie ein Eistee. Muss ich sagen. Aber ich bin jetzt echt gespannt. Wassermelone. Es schmeckt wie Wasser, also wie so ein Leitungswasser, plus Geschmack, aber im positiven Sinn. Oder nicht Leitungswasser, stilles Wasser, aber im positiven. Es schmeckt so, du hast so einen ganz leichten Geschmack von Wassermelone. Du hast nicht dieses Eistee-mäßige, dass du jetzt so richtig, so weißt schon, so baller mit Zucker und so, sondern du hast so einen ganz leichten Wassermelonengeschmack. Plötzlich muss ich auch wieder sagen, ich weiß, er will kein Eistee sein, ne? Aber es sieht halt irgendwie, ich schwöre, es hat irgendwie so Eistee-Feeling von den Farben her, ne? Es sieht richtig aus wie ein Eistee. Du hast hier halt B6, B12, Biotin, Veganismus, BOT-Säure, Penisspritze. Also du hast hier wirklich extrem viel drin, ne? Also an Vitamin und so. Digga, ich weiß, es riecht halt 1:1 wie so ein Pfirsich-Eistee. 1:1, leider, tut mir leid, ohne es böse zu meinen. Digga, das ist doch ein Eistee, Junge. Jetzt mal wirklich, das schmeckt 1:1 wie Eistee. Aber nicht so eine Zuckerbombe. Es hat ja auch kaum Zucker. Es hat 0,7 Gramm Zucker und kaum Kalorien. Ey, das ist ja cool. Ich schwöre es euch. Das schmeckt wie ein fucking Eistee, wie ein fucking Flüssigeistee, nur ohne diesen Zuckerschock, so sage ich mal. Ich glaube, sowas ist geil für Leute, die kein Wasser mögen. Ich hatte mal einen Kollegen, der mochte nicht dieses stille Wasser, also der mochte immer nur Wasser mit Geschmack und ich glaube, das wäre voll sein Ding. Ich muss sagen, Himbeer, glaube ich, habe ich null Erwartungen. Himbeer habe ich gar keine Erwartungen. Hier steht aber auch kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Himbeergeschmack. Ich muss sagen, das merkt man so. Das ist echt schon so ein bisschen so erfrischend, sage ich mal so. Alter, Junge, das ist, Junge... Als ob ich so in so einem Beerenstrauch schütteln würde, Alter. Als ob ich in der Wildnis wäre und da wäre nur so ein Beerenstrauch mit Himbeeren. Es riecht halt super intensiv nach der Himbeere. Boah, der ist schwach. Oh, sorry, Digga. Also gar nicht böse, das schmeckt einfach wie Wasser. Das schmeckt einfach 1:1 wie Wasser. Da haben die zu wenig, finde ich, Geschmack reingehauen. Also hast du nicht diesen... Bei Pfirsich hatte ich irgendwie so ein bisschen so einen Flash von... Ui, Pfirsich so. Aber hier habe ich so... Ja, da fehlt mir der Geschmack ein bisschen. Das ist mir ein bisschen zu schwach. Okay, man muss auch sagen, hier ist am wenigsten Fruchtgehalt drinne. Das würde auch Sinn ergeben, warum es schwach schmeckt. Also deswegen, die anderen haben 9% Fruchtgehalt, der hat 3%. Ich muss auch sagen, es hat aber auch so einen leichten, es ist, ich schwöre, wenn du schon siehst und riechst, du denkst, du trinkst halt wirklich einen Eistee. Aber Zitrone, Digga, also wirklich noch weniger, da habe ich gar nichts. Das kann auch gar nicht, also da habe ich null Erwartungen, 0%. Alter, trinke ich hier einen Zitronentee oder was? Wie viel ist Fruchtgehalt? 1%? Digga, das schmeckt noch gar nichts, oder? Hä, wie kann das denn, verdammte Scheiße, mehr nach Zitrone schmecken als die Himbeere? Oh nee, Digga, die Zitrone frage ich auch nicht so, muss ich sagen. Also allgemein finde ich Zitronen, doch, ich mag Zitroneneistee eigentlich, aber das ist ja auch kein Eistee, das ist ein Wasser. Das ist halt so leicht, leider so ein Beigeschmack von diesen Wassern, die du trinkst, ne, um das böse zu meinen, von diesen Wassern, die du halt nicht so, diesen Nachgeschmack haben, die man nicht so feiert bei Wasser mit Geschmack, sage ich mal. Von Pfirsich und Melone schon stark, die würde ich sogar weiterempfehlen. Muss sagen, aber Zitrone und Himbeer feiere ich jetzt nicht so, ohne es jetzt böse zu meinen. Naja, ich weiß nicht, Zitrone, die fällt mir echt nicht so. Ich glaube, wenn du Zitrone magst, ne, ist natürlich subjektiv, das ist alles nur Geschmackssache. Das ist jetzt hier nicht ein auf mich, ey, ich sag euch nur, was mir schmeckt. Ja, am Ende des Tages müsst ihr bewerten. Bewertung muss ich sagen, die beiden kriegen auf jeden Fall ein Ja von mir. Wenn ihr die kaufen möchtet, holt euch Pfirsich und Melone. Ich finde Pfirsich am stärksten und Wassermelone finde ich auch sehr gut. Ich muss sagen, danach kommt Himbeer und danach kommt Zitrone. Also wirklich, also Zitrone und Himbeer war echt, das war gar, also sie waren nicht so stark. Die waren leider echt nicht so stark. Thank you.